Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Word. Heute wollen wir uns um ein Inhaltsverzeichnis kümmern. Das ist unser Ziel. Also wir wollen, jetzt haben wir da alles schön beschrieben. Das letzte Mal haben wir ja schon ein Abbildungsverzeichnis gemacht, da unten irgendwo. Und jetzt wollen wir ein Inhaltsverzeichnis machen. Ich möchte das Inhaltsverzeichnis zu Beginn. Inhaltsverzeichnis, finde ich, gehört am Anfang. Deswegen, ich möchte es auch auf eine eigene Seite. Deswegen mache ich da jetzt einmal einfügen. Gut, Seitenumbruch. Puff. Also das Erste, was passiert, ist ein Seitenumbruch. So, jetzt bin ich da rum. Jetzt habe ich mal eine leere Seite. Das ist schön. Ja, da möchte ich jetzt mein Inhaltsverzeichnis her. Da nehme ich natürlich eine eigene Überschrift für mein Inhaltsverzeichnis. Überschrift nehme ich da und sage Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis. So. Schaut gut aus. Siehst, da sind wir schon Standard unterwegs. Da möchte ich das Inhaltsverzeichnis her. Wie geht das? Aber wir gehen auf Referenzen, sagen Inhaltsverzeichnis und da kriegen wir gleich einmal ein paar vorgeschlagen. Aber ich gehe halt auf Benutzer definiertes Inhaltsverzeichnis, dass es ein bisschen her sein kann. Diesen Dialog kennen wir schon. Den kennen wir schon. Das heißt, wenn ich das einfach jetzt OK drücke, dann müsst ihr euch was sehen. Tatsächlich, ich sehe etwas. Ja. Und wir sehen folgende Sachen. Inhaltsverzeichnis wird einmal aufgelistet. Ja. Seite 1, Seite 2. Gut. Also die ganzen Überschriften werden hier aufgelistet. Wie viel? Ja. Wie viel? Lösche es nochmal weg und füge nochmal eines ein. Inhaltsverzeichnis. Benutze. Da kann ich sagen, okay, ich möchte nur zwei Ebenen angezeigt bekommen. Book. Jetzt sind es nur mehr zwei Ebenen. Die dritte Ebene ist schon ausgeblendet. Ja? Also das könnte ich zum Beispiel machen. Hier kann ich etwas steuern, welche Überschriften überhaupt drinnen sein sollen. Was ich aber machen will, ja, da kann er wieder Füllzeichen, das haben wir ja das letzte Mal beim Abbildungsbezeichnis besprochen. Ja? Was ich machen will, ist, das Inhaltsverzeichnis, das soll da gar nicht drinnen sein. Ich möchte nicht, dass das Blatt mit einem Inhaltsverzeichnis, das gehört, finde ich, nicht zu meinem Dokument. Das hat man manchmal, ja, dass man praktisch den Prolog, wenn man es so nennen will, irgendwas, was vorher ist, noch nicht wirklich zu den Seiten zählt und so weiter. Das heißt, ich möchte eigentlich, dass da mit Seite 1 beginnt, ja, und das vorher soll halt irgendwie anders nummeriert werden. Wie geht das jetzt? Ja. Knall mal alles nochmal weg. So hatten wir das zu Beginn. Ja. Da ein paar Mal entfernen gedrückt, passt. Ja. Wenn ich so etwas machen will, dass ich unterschiedliche Nummerierungen auf den Seiten habe, dann muss ich einen Abschnittswechsel einfügen. Ja. Das heißt, ich gehe auf Layout, sage Umbrüche und sage nicht Seitenumbruch, sondern sage Abschnittsumbruch, nächste Seite, draufdruckt. Jetzt ist es ein Abschnittsumbruch. Sehen wir auch, wenn wir hier die Steuerzeichen wieder einblenden, dass wir hier einen Abschnittswechsel, nächste Seite haben. Ja. Und jetzt kann ich einen Kopf- und Fußzeile wechseln, da doppelklick gerne. Ja. Und die ist jetzt verknüpft, wie vorige. Ja. Das nehme ich weg. Die Fußzeile soll anders sein wie die vorige. Ja? Und da kann ich jetzt zu vorigen Abschnitt wechseln und zum nächsten Abschnitt. Nächsten Abschnitt gibt es keinen mehr, aber da kann ich die Abschnitte praktisch durchgehen. Das ist jetzt einmal weg. Die vorige ist weg. Ja? Wie schaffe ich es, dass hier mit 1 begonnen wird? Hier, das ist ja die Seitenzahl. Ja? Da steht jetzt 2 drinnen. Ja? Ich kann mit der rechten Maustaste drauf drücken und Seitenzahl formatieren drücken und dann bekomme ich hier eine Auswahl. Ja, und da sage ich, beginnen bei 1. Okay. Jetzt beginnt das hier bei 1. Und die vorne, da ist die Seitenzahl ebenfalls erinnern, gell? Aber die möchte ich nicht, weil dann würde es jetzt zwei Seiten 1 geben. Das ist auch schlecht. Ja. Deswegen verwendet man hier oft im Prolog, im Vorspiel andere Funktionen. Und da kann man sagen, Seitenzahl formatieren. Und wir wollen nicht 1, 2, 3, sondern wir wollen halt zum Beispiel römische Zahlen.
Römische Zahlen, okay. Und jetzt ist das die Seite römisch 1 und da unten geht es mit 1 los. Gut, haben wir das einmal gelöst. So, und jetzt habe ich noch immer das Problem, weil ich da wieder Überschrift mache und wieder Inhaltsverzeichnis. Ja, back. Jetzt füge ich wieder ein Inhaltsverzeichnis ein, Referenzen, Inhaltsverzeichnis, benutzerdefiniertes Inhaltsverzeichnis. Und da, ich meine, wenn mir das zum Beispiel mal das Standard-Inhaltsverzeichnis nicht gefällt, kann ich hier mit ändern, kann ich wieder die Verzeichnisse ändern. Zum Beispiel das Verzeichnis 1, ändere ich jetzt die Formatvorlage und soll ich sagen, okay, das ist Größe 10, das reicht mir und Format soll fett sein. Okay. Schauen wir mal an, was da passiert. Okay, tatsächlich. Es sieht so aus. Ja? Und wir sehen jetzt aber auch, das Inhaltsverzeichnis ist noch immer da. Ja? Ich möchte nicht, dass diese Zeile, dieses Inhaltsverzeichnis, aufscheint in meinem Inhaltsverzeichnis. Ich möchte erst, dass es mit Seite 1 beginnt. Die einfachste Möglichkeit ist es, ja, dieses Inhaltsverzeichnis da oben, also es gibt eine Möglichkeit, dieses Inhaltsverzeichnis da oben in der Gliederungsebene auf Text zu ändern. Textebene. Schauen wir uns das an. Wir gehen auf Ansicht, sagen, wir wollen die Gliederung sehen und da sehen wir, das ist auf Ebene 1. Wenn ich hier auswähle, das ist ein Textkörper sein, dann ändert sich gleich einmal wieder die Formatierung. Ja. Wählen wir hier nochmal Überschrift. Jetzt ist es wieder auf Ebene 1. Gliederung, Textkörper. Es geht schon, ne? Aber dann ändert sich das automatisch da auf Standard. Das heißt, ich kann mir eine neue Formatvorlage machen. Ja, machen wir sie eine neue Formatvorlage. Book. Und da sage ich, weiß ich nicht, Titelleiste oder so. Ja. Und jetzt müsste ich wissen, was das war. Aber da kann ich aber hier umstellen auf Überschrift 1. Soll das sein? Da sehe ich, ja, gefährlich. Der nächste Absatz soll Standard sein. Ja. Gefährlich, wenn ich jetzt Überschrift 1 verwende, dann schaut es da so aus, aber es gilt doch als Überschrift. Dann habe ich wieder genau das gleiche Problem. Ja. Deswegen schauen wir das an. Größe 22 habe ich da gemacht, fett und so komisch blau. Passt. Sage, basierend auf Standard, Größe 22 haben wir, fett und so komisch blau. Das Blau, ah, das Blau ist es nicht, dieses Blau ist. Okay, Bug. Jetzt schaut das so aus. Jetzt kann ich da bei Gliederungsansicht schließen oder auf Ansicht wechseln und aufs Drucklayout wechseln. Schaut noch immer so aus wie eine Überschrift. Ist klar, weil die Formatvorlage entsprechend formatiert ist. Rechte Maustaste drauf. Felder aktualisieren kann ich machen. Ja, so kann ich ein Inhaltsverzeichnis, ein schon bestehendes Inhaltsverzeichnis, neu aktualisieren und das gesamtes Verzeichnis aktualisieren. Seitenzahlen werden nur die Seitenzahlen hinten aktualisiert. Gesamtes Verzeichnis aktualisieren wird das gesamte Verzeichnis neu erstellt. Okay. Na schau, jetzt geht's mit Microsoft Word los. Also mit der Seite 1. Jetzt bin ich hier praktisch losgelöst. Und jetzt drehe ich diese Dings nochmal ab, diese Steuerzeichen, mir gefällt es nicht. Ja. Ich drehe die immer noch auf, wenn ich mich überhaupt nicht mehr heraussehe. Ja. Ich weiß, andere Leute wollen das unbedingt sehen, weil es ist ein bisschen typabhängig, man kann es relativ schnell da oben ein- und ausschalten. Ja. Gut, was mir noch nicht so gut gefällt, ist das Layout dieses Inhaltsverzeichnisses. Ich lösche das deswegen wieder weg. Ja. Und mache ein neues, nur diesmal passe ich mehrere Referenzen, Inhaltsverzeichnis.
mehrere Formatvorlagen an und sage, wollen wir ändern, Verzeichnis 2, das soll auch 10 groß sein. Und jetzt sage ich, da Absatz, mir gefällt das nicht, wenn das da nach rechts reinrückt. Das gefällt mir nicht. Es soll der Einzug ebenfalls bei 0 cm sein. Okay? Okay? Verzeichnis 3 soll ebenfalls 10 groß sein. Das soll kursiv sein. Und der Absatz soll ebenso bei 0 cm sein. Ich möchte, dass alles links drüben steht. Okay, 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 okay. Ah, schau. So gefällt es mir. Was mir noch nicht so gut gefällt, in technischen Dokumentationen habe ich es gerne, oder hat man es gerne, wenn Nummerierungen, eine Gliederung irgendwie in der Nummerierung sichtbar ist. Also erstens Microsoft Word, 1.1 Allgemeines, 1.2 Texteditiert, solche Sachen. Ja. Wie geht das? Ich gehe auf die Überschrift, ja, gehe da oben auf Start und sage nachher da, nimm die Nummerierung. Buck, drück da. Und weil die Überschriften so definiert sind, wie die Überschriften definiert sind, funktioniert das. 1.2, 1.2, 1.2, zweitens Anhang. Schau, alles richtig durchnummeriert. Alles richtig durchnummeriert. Wunderbar, wunderbar. Und das Inhaltsverzeichnis nicht, weil das ist ja keine Überschrift. Keine Überschrift. Wir sehen das jetzt auch hier, dass das so durchnummeriert wird. Ich finde es ganz übersichtlich. Da rechte Maustasten drauf, Felder aktualisieren, gesamtes Verzeichnis aktualisieren. Jetzt ist da. Was willst du mehr? Ein schönes Inhaltsverzeichnis haben wir erzeugt. Bringt Überblick. Ja, bringt Überblick über das Dokument. Ich meine, jetzt hat das Dokument 5 Seiten, aber es wird schon noch länger. Es wird schon noch länger werden, weil alles, was ich da erzähle, möchte ich ja irgendwann einfügen in dieses Dokument und so, dass man es auch verwenden kann. Gut, ja, das war's fürs Inhaltsverzeichnis. Ich denke, das ist jetzt klar, was man da alles machen kann und so weiter. Und gleich nebenbei nur ein bisschen was erklärt mit den Zahlen und mit den Gliederungsebenen. Wie gesagt, bringt Überblick ins Dokument. Was auch oft Überblick bringen kann, ist Daten oder Sachen in Tabellenform darzustellen. Ich füge dann einfach da mal eine Tabelle ein. Ja, vielleicht im Anhang irgendwelche Shortcuts oder so, einen Überblick über Shortcuts, über wichtige. Wäre doch schön, wenn das in Tabellenform aufgelistet wird. Deswegen werden wir uns das nächste Mal mit Tabellen beschäftigen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.